wieder gut. Gut. Jo. Okay, Stream ist wieder, hallo. Hallo. Ich drop Frames. Warum? Lädt gerade irgendwas runter im Hintergrund. Don't Diabo. Alter, okay. Ich kann... Okay. Du kannst? Kann ich schreiben. Achso. Hallo, hallo Chat, ich bin wieder da, hallo. Ich weiß ganz genau, was passiert ist. Ganz genau, was doof ist. Und zwar ist mein Rechner überhitzt. Ja, und ich, nicht Moonlighter, Entschuldigung, Monster. Und ich weiß auch ganz genau, warum. Ich droppe schon wieder Frames. Hör auf. Weil ich zu heiß bin. Das auch. Ich habe zwei Lüfter in meinem Rechner. Einmal den geilen, richtig schönen, dicken Lüfter, der Dingsen sitzt, auf dem Mobo. Und einen, der hinten am Rechner dranhängt. Ne, dass er quasi nochmal extra Zirkulation macht. Und der hintere Lüfter bewegt sich nicht. So, dementsprechend staut sich halt die Hitze einfach. Da hilft nur Pusten. Quasi, ich habe jetzt die Seite des Rechners aufgemacht, damit die Luft rauskommt. Einfach, aber effizient. Ja, es funktioniert. Ne? Gut. Ich bin gemutet. Nein, ich bin nicht gemutet. Ich dachte gerade, ich wäre im Stream gemutet. Das wäre jetzt auch geil gewesen. Ja, also erstmal richtig harte Erklärung raushauen und nichts wird gehört. So, aber... The Investigation is back. Nein. Ja, ich hab den noch ein paar Mal. Verdammt. Also ich muss die Hintergrundmusik damit auch wieder hochschieben ein bisschen. Machen wir mal, ich glaube, habe ich die auf 60 hochgeschoben? Ich weiß es nicht. Jetzt hört man sie wieder quasi gar nicht. Mach die mal auf 65 hoch. Ich glaube, das ist, oder 67. Ich glaube, das ist halt nur hier, dass es so leise wirkt, weil es die Final Fantasy Musik ist. So. Post a new quest. Mein Chat bewegt sich nicht, ne? Auf gutes Gelingen. Ja, meine auch nicht. Schau okay. Mal, schreibt niemand. Gut. Ich hatte jetzt gerade Sorge, dass noch irgendwas schiefgelaufen ist. Chat ist gut. Warte, ich schreibe Test rein. Also, ich hab's gesehen. Gut. Ach so, genau. Das Spiel wurde ja gar nicht gespeichert. Das heißt, ich muss die Quest nochmal neu annehmen. Ich hab ganz vergessen, dass das Spiel nicht die gesamte Zeit instant speichert. Doch, hä? Wo ist denn die Investigation? Entschuldigung. Investigation. Wahrscheinlich war es die letzte. Ach da, nee. Alles gut. Ich habe die noch zweimal. Ich musste gerade vielleicht gucken, wo das stand. So, ist mein Inventar denn immerhin? Ja, mein Inventar ist auch noch gut. Immerhin habe ich keine Items verloren. Yay! Ach komm, ich kann auch dort essen. Sekunde. Ich will useless sein. Ich spiele... Insektenbriefe? Normal LBG. Nice, jetzt höre ich auch noch einen Hund. Wuff, wuff, wuff. Wuff, 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 wuff. Wuff. Wuff? Wuff. 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 Ja, also ich muss mal gucken, warum der Lüfter, also der zweite, sich nicht bewegt. Und dann irgendwas tun, damit er sich bewegt. So. Wie ist man? So ist man. Ich hoffe, dass wir mit Iceborne nochmal einen Charakter-Gutschein bekommen. So, dass du gestellt erinnern kannst, Javi. Ja. Ich würde nämlich gerne wieder Grill sein. Hier lang. Ich nehme jetzt mal den Ultra-Instinct-Mantel. Ja, auch, warte, ich dodge den jetzt. Ach! Gut gedodged, gut gedodged. Nein.
Also ich mach sogar Schaden. Ist ihr Gesicht keine Schwachstelle? Nur wenn die Hörner kaputt sind. Ja. Also wenn ein Horn kaputt ist, dann auch, glaube ich. Dann müssen wir den Horn kaputt machen. Nice, deine Katze hat das schön getankt. Das kann sie am besten. Und looten. Tanken und looten. Okay, das war das erste Horn. Das ging schnell. Irgendwie war der letzte Hammer-User komplett useless. Wenn wir jetzt schon das Horn. Ich finde die Implikation davon großartig. Der letzte Hammer-User war useless. Jo. Ach genau, die Flügel waren noch eine Schwachstelle. Na, während man nicht ans Gesicht rankommt, dann nimmt man halt einfach die Flügel. Irgendwie ist so Ultra-Instinkt, man halt echt schummeln. Alles gut, ich hab das gar nicht mitbekommen, dass du komplett weg bist. Und dann bist du einfach irgendwie gestorben. Und ich hab gedacht, du bist jetzt einfach komplett ruhig, weil du tiltet bist. Alles gut, kein Tilt hier. Ich tilte nicht, niemals. Ich bin auch nicht in Moonlighter gestern getiltet. RIP zweites Horn. So, jetzt soll ich Weakspot sein. Vielleicht. War ja auch davor schon einer. Also nachdem wir das erste Horn gemacht haben. Nice. Mit normalen Moni mache ich halt dann nicht so viel Schaden. Oder auch nicht. Das sind kein Weakspot. Keine Ahnung. Sein Kopf ist merkwürdig. Wahrscheinlich ist sein Hals sein Weakspot und ich habe es jedes Mal nicht gecheckt. So, Zeit für mehr Cringe Damage. Ups. Alles gut, ich habe so oder so Kacke geschossen. Oh, jetzt stell dir das immer mit Cluster vor, mit viermal. Ja, Mann. Aber das wäre kein Gameplay. Das wäre aber plus. Sind wie von 2 Kilometer Entfernung ein ganzes Stunlocken. Ich glaube, das dürfte man auch auf Twitch nicht mehr zeigen. Ja. Das ist Rape. Sexuell explizierter Content. Genau. Gar nicht. Nein, dafür bin ich nicht affiliiert geworden. Oh Gott, sie humpelt. Flinch, goddammit, okay. Oh, ich muss neue Munition craften. Oh Junge, du weißt, was ich jetzt mach. Bomben? Ihn fangen, haha. Nein. Ich meine, wenn du Kram dafür dabei hast, klar, go for it. Hab ich Bomben dabei? Alter, ich doch nicht. Oh, ich habe eine Schockfalle dabei, wir können die sogar wirklich fangen. Nein. Ich will es töten. Töten, bevor es Eier legt. Soll ich dann einfach spreaden? Jo. Aber ich habe meinen Cringe-Shot sogar ab. Do it! Entschuldigung, ich habe ihn noch nicht. Jetzt habe ich ihn ab. ich hab gelogen. Aus Versehen. Okay. Ich habe vergessen, dass es orange wird. Oh. Wenn es auszusehen ist, ist es keine Regel. Ich habe aus Versehen mit deiner Schwester geschlafen. Ja, wenn es aus Versehen ist. Jo. Warte, dann ist es keine Lüge. Nice. Was vom Schwanz bekommen? Jetzt müssen wir noch den Kuh der Kuh finden, ne? Ich weiß, wo er spawnt. Er hat immer 2 Spawns. Und folge ich dir. Jedes Monster hat 2 Spawns. Aber ich kenne seinen 2 Spawns. Aber dann hinten aber scheiße nicht. Ich glaube, ich muss gleich das Spiel noch mal ein bisschen runterstellen, weil ich kriege gerade lauter Warnung von Streamlabs, weil ich meine CPU bei 50% beeinflusse oder anstrenge. Was aber über 50 so schlimm ist. Also, ne, also vielleicht ruckelst du? Ja, wo bist du? Achso, ich lauf dran vorbei! Hä? Ich habe auf meinen zweiten Monitor geguckt. So. Okay, alles klar. Du hast den gefunden, nicht ich. Achso.
Ich dachte, okay, ignoriert das jetzt einfach, sagt er gar nichts dazu. Auch gut. Ich versuch's. Gib nach. Get him. Get his ass. He made. Ich wär auch mad, wenn so ein Idiot mir die ganze Zeit mit der Schrot ins Gesicht ballert. Mad und tot. Wie viel kann man von ihm kaputt brechen eigentlich? Ich glaube, ich find's gleich heraus. Danke für den Flinch. Oh, das ging so schnell. Easy. So, looten wir ihn mal. Man kann immer Material gebrauchen. Was höre ich da? Was sehe ich da? Achso. Nice. Ja. Also warte, ich kann nicht looten. Durch die falschen Buttons. Oh nein. Vogelwürfer-Gem. Jo. Hör ich da gerade jemanden in sein Horn blasen? Achso, ja. Der tutet wer sein eigenes Horn. Gut. Ich habe eine Investigation Gadget bekommen. Okay, Lackermaterial. Nice, eine easy Ration. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Was genau jammerst du rum? Achso, der ja, sag mir noch immer, dass ich Frames überspringe. Gut, danke. Ich habe nochmal zwei Gems bekommen. Alles klar. Wyvern und Vogelwyvern. Weil die Vogelwyvern, da brauchst du nicht so viele davon, aber die Wyvern sind nice. Sehr, sehr nice. Ich habe, glaube ich, in keinen. Oh, zu Amagdaros ist aufgetaucht. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Dingsbumsens. Also kein Krönchen bekommen davon. Muss ich mal ganz kurz. Das dauert auch eine Weile. Ja, ne? Ich weiß nicht, wie häufig ich den Kuliaku machen musste, dass ich eine Krone bekommen habe. Um was geht es denn? Es geht, also. Warte, ich zeig dir mal ganz kurz. Du siehst ja hier beim Großjagras, da steht Smallest und Largest. Und da gibt es Krönchen, ne, die siehst du daneben. Es gibt jeweils eine Silberkrone und jeweils eine Goldkrone, ne, sowohl fürs Kleinste als auch fürs Größte. Und ich will halt ganz gerne alle Monster auf Goldkronen haben. Sprich, ich möchte gerne den kleinsten Kuliaku getötet haben, sowie den Größten. Den Größten haben wir schon, das heißt, ich muss jetzt den Kuliaku so lange töten, bis ich halt den Kleinsten auch noch bekomme. Und das machen wir heute halt mit den Monstern. Und wenn wir Glück haben, kommen wir schnell damit durch, aber, ne? Eher nicht. Eher nicht. Also, ich meine, Teostra habe ich den Größten und der Gigante den Kleinsten. Oh, also mal schauen, in vier Stunden, wenn's gut läuft, kriegen wir zwei Monster. Ne, das, ja. Klingt nice. Ist ein Grind. Ja, gibt es keine relevante Story. Nee, wir sind nur hier, um Monster. Also es gibt schon Story, aber... Achso, ja. Also sobald Iceborne rauskommt, gebe ich euch dann auch Story. Ne, dann mache ich nämlich einfach, spielen wir die Story. Aber bis dahin wird's halt, wenn Monster Hunter kommt, ein bisschen grindy. Ja, zack, Kantine und ich muss nochmal mein Inventar wieder auffrischen. Oh, Dünger. Monster Clutch Mode, genau. Dünger muss ich erst in zwei Quests, glaube ich. Hoffe ich. In zwei Quests, siehst du es dann. So, gib mir mein. Wobei. Ich nutze mal mein Schnittloadout. So, Change Equipment. Wo ist es? Slice, genau.
Einfach weil ich kann. Er sagt jetzt. Er sagt jetzt und gleich heute, dass sein Dünger ausgelaufen ist. Vermutlich ja. Nee, ich war bei 7, dann habe ich die eine Quest jetzt gemacht, müsste ich auf 6 sein. Nach dieser müsste ich auf 5 und dann auch auf 4. Okay. Kann ja, ich die nochmal verwenden? Der Welt rausgelassen. Oh, ich kann noch immer Igni verwenden. Habe ich ja schon gesagt, dass ich heute festgestellt habe, dass wir es nochmal über keine... Oh Gottchen, Alterne, sorry das zu hören. Hast du schon denen gezeigt, wie gut Deo riechen kann? Ne? Oder wie verbranntes Deo riecht? Oder wie verbrannte Wespen die riechen? Also, was ich dir sagen kann, Alternis, ist, entweder kannst du die Feuerwehr dafür anrufen oder halt einen Imker. Jo, ich glaub, den zu killen ist auch illegal. Ich glaube, die sind geschützt. Die sind sogar wirklich geschützt, ja. Ich vergesse immer, wie schnell man mit einer LBG ist. Haha, der geht auf dich. Oh, das ist der Move! Der ging daneben, oh Gott, das fängt auch hier schon an. Meine Katze hat ihn zum Einschlafen gebracht. Okay. Nice. Hä, was? Oh, jetzt bist du nice. Jetzt bin ich rot, aber auf der LBG. Willst du dann aufwecken mit Schrot? Okay, erstmal Lag. der örtliche Imker wird sich sicher gerne darum kümmern, wenn es erforderlich ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob Imker wirklich so viel mit Wespen anfangen können. Also bei Bienen verstehe ich es noch mehr. Der wird dich niederrennen. Mach dich bereit für den Superman Dive. Ah, das ist lässig. Hab ich. Oh fuck. Mein Leben. Oh, du bist auch noch gestunt. Läuft. Er geht auf dich. Ne, der geht auf Kanose. Der geht auf mich. Kanose, tank doch mal. Ich meine, Kanojo hat getankt. What? Das hat getroffen? Das möchte ich aus seinem Kamerawinkel nochmal sehen hier. Au! Das muss ich nicht aus deinem Kamerawinkel sehen. Da weiß ich, dass das getroffen hat. Irgendwie mache ich null Schaden. Also so an Nicht-Weak-Spots. Ich meine, das ist halt... Warte, bist du Habig oder LBG? LBG. Das wundert mich dann. Ich mach vier Schaden. Am Kopf. Nice, Vigor Wisp. Ich lese gleich den Chat nach. Weil meine Eltern haben sich auch von einem Monat eins entfernt. Also ein Wespennest, cool. Das Nest ist relativ groß und da bin ich bis jetzt noch nicht gestört, aber es ist mir vollst egal, dass hier unterm Tisch, wo meine Kräuter stehen, das machen, was das immer halt so tun. Ich meine, an sich sind Wespen auch nicht mal die aggressivsten Tiere. Ja, ich glaube, ich skippe ein paar Frames. Gut, dann muss ich gleich nochmal die Einstellung ein bisschen anpassen. Das haben wir auch als erstes im Waldkindergarten gelernt. Wenn da irgendwelche Wespen oder Bienen oder sowas da sind, einfach ruhig da sein, nichts machen. Und was machen dann irgendwie ältere Leute, wie zum Beispiel mal fuchtel rum wie blöd, bis sie weggeht. Und wundert sich dann, warum sie gestochen wird. Ich wurde halt noch nie von einer Wespe gestochen. Ich wurde mal von einer Hummel gebissen. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Von einer Hummel gebissen? Ja, Hummeln können ja nicht stechen, die haben ja keinen Stachel. Die beißen nicht, nur. Wieder was dazu gelernt. Was hast du mit dem Waldkindergarten gelernt, wenn nicht sowas? Da waren doch keine Hummeln, wir hatten nur Wespen. Wir hatten Erdwespen.
Achso, die Erdviecher tun ja sogar noch weniger. Wir müssen trotzdem mal direkt weggehen von Elf ersten Nest. Guck mal, jetzt hat Kanojo getankt für dich. Was ein Gott. Hast du mal erwähnt, dass ich Diablos hasse? Nee. Ich hasse Diablos. Also Hummeln sind deutlich schwerer zu reizen als Wespen. Ja. In sein Arsch. Ich versuche halt die gesamte Zeit irgendwie seinen Schwanz abzutrennen. Ich weiß halt nicht, wo die Hitbox dafür hängt. Schieß jetzt auf die Flügel, das ist nichts da. Ich habe nur bemerkt, dass ich aus Versehen an den Tisch gekommen bin, als ich die Wäsche aufgehängt habe. Ja gut, das verstehe ich dann. Meinst du, ich soll nochmal? Ich glaube, ich hole mir nochmal neue Munition. Wenn ich jetzt gerade schon kann. Ich spüre gerade, wie meine Slicing-Ammo nochmal Schaden gemacht hat. Vibration sei Dank. So, Itembox, Manage Items, Schnitt. Nein, das ist Schrot, Schnitt. Genau. Guck mal, er kann lesen. Ey. Ich scheine wohl Frames zu skippen, weil die... Gut. Nach dieser Jagd werde ich dann einmal... Oh, du hast ihn wütend gemacht. Schau an, was du gemacht hast. Hast ihn wütend gemacht, du. Ich weiß nicht. Weißt du, ist schon Vegetarier und dann machst du den auch noch wütend. Die, Entschuldigung. Du warst es. Du warst es. Vegetarier sind die schlimmsten. nach Westen. Westen. Das ist somit mein Lieblingsfact über die... Was war das jetzt für Drift? So ein Diablos Black Diablos und ein Vegetarier. So, wow! Mein Lieblingsfact ist echt, wie das der aggressivere, also der schwarze weiblich ist. Hey, das ist Limonjo. Oh, wirklich? Ah, jetzt verstehe ich, warum plötzlich es rausgezoomt hat. Ah, ich glaube, ich bin tot. Goddammit. So, machen die gerade einen Turf War? Nope! Danke, Slicing Ammo! Ich habe keine Pupu. Oder habe ich Pupu dabei? Entschuldigung, gucken wir mal. Au! Ich habe Pupu. Nein. Au! Pupu! Geh! Ich nehme die Kapsel voll scheiße. Okay, er wurde gepuput. Und rat mal, was da drin ist. Schläfst du jetzt? Wenn ja, dann kann ich dich, glaube ich, einfangen. Oh ja, ich schläft. Ich habe keine Falle dabei. Ich wirklich einfangen? Nö, ich habe keine Falle dabei. Dieses hässliche Ding. Warte. Ich mach so Zeug. Doch, ich habe eine Falle dabei. Nein. So. Wohin gehst du? Ah. In die Wand. Huh! Warte. Ich hab vergessen, Maxi-Krank zu trinken. Ich hab kein Leben. Ach, easy. sagte er. Ich hab noch weniger Leben. Oh Gott! Ich dachte, sie geht in den Sandstrudel. Genau. Nicht misgendern, das ist komplett disrespectful. Das geht gar nicht. Ist doof, weißt du das? Oh! Ah! Oh Gott, ich dachte, ich bin tot! Weil die Kamera sich plötzlich verändert hat. Oh, hier ist Devil-Human-Material. Oh. Wo? Hier, wo ich stehe. Warte, bei mir ist nichts. Wirklich? Killen wir den noch? Ja, nee, verloot. Viel Spaß dir. Ah!
Ach, jetzt ist er... Oh mein Gott, er ist Black Diablos! Ah, deswegen kommt der. Oh. Er so, nom 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 nom. Das ergibt Sinn, der kommt nämlich immer direkt, nachdem Monster tot ist. Aber mir ist es nicht krass aufgefallen. Weil das normalerweise immer am Missionsende war. Aber jetzt war eine Doppelmission. Das ergibt Sinn. You can now eat again. Ja, guck mal, ich hab Hunger bekommen, nachdem ich der Video dabei beobachtet hab, du. Lecker Diablos, hätte ich jetzt auch gern. Also ein richtig saftiges Diablos-Steak, du. Oh ja. Gott, ist das Spiel hübsch. So, Kuriaku-Fußstapfen. Ach, guck mal, da unten ist er. So, noch die Federn mitnehmen für mehr Investigations. Riecht dran, riecht dran. Saftiges Steak wäre jetzt was. Ja, ne? Ach. So, aha, das sind Fußspuren. Riecht nach Kuliakus Käsefüßen. Da! Schieß drauf. Ich muss jetzt mein Range. Ah, der sieht groß aus. Aber wir brauchen einen kleinen. Gäbe es eine Mission für... Oh, der ist halt wirklich groß. Wirklich, die Abtunots kommen hier ran. Was soll denn der Müll? Kann hier... Ich habe nicht unendlich Munition. Hier. Komm zurück, Gulu. Warte, jetzt weg. Mann, diese Monster in dem Spiel. Bring mich zum Bein. Da hat er seinen Stein geworfen. Ich und mein Stein. Ach stimmt, ich hab Spare Shot und Razor Sharp. Gefühlt aktiviert sich das gerade zum ersten Mal in diesem Kampf. Freust du dich schon drauf, in Iceborne dann auch die Krönchen zu jagen? Ich hab das ja nicht mal hier gemacht. Ich hab immer aufgehört. Achso. Rippt der Abtunot? Also ich glaube irgendwie bei Tsitsiaku, das war glaube der letzte, nachdem ich die ganze Zeit in die Mission reingegangen bin. Also in diese Event-Mission. Den Tsitsiaku kurz in einer Minute irgendwie geklatscht hab und dann festgelegt. Das hab ich halt irgendwie für 2 Stunden gemacht, hab den halt irgendwie 50 mal, 100 mal besiegt oder so. Und naja. Keine Krone. RIP! Ja, da ist ein Kack-Tor. So heißt der. Warte. Aua, aua. Aua. Den kannst du nicht fangen. WTF. Das ist keine der Fangbahn. Der hackt. Man kann ihn nicht fangen. Moin Tuniax, was geht ab bei dir? Ich hatte gerade Kartoffelsalat, das ist auch schon mal was, aber jetzt so ein Steak. Ich habe sogar noch mein Armbrot hinter mir und das sind Brötchen, belegte. Ich auch, ich musste essen, weil ich halt einen streamen wollte. Ich meine, ich habe dich um 14, 15 Uhr gefragt. Ich hab nicht gedacht, dass du 4 Stunden streamen willst. Also ich stream normalerweise immer so 4 Stunden. Ich meine, es ergibt Sinn. Eigentlich hätte er einfach nur mal Hirn an. Aber warum mich blamen, wenn ich dich blamen kann? League of Legends in a nutshell. Ja, ist so.